Let's Play Silent Hill 3 bei Kein Plan Gaming. Folgenummer wissen wir nicht genau, aber was wir wissen, ist, dass wir ein Rätsel zu lösen haben. Genau, wir müssen hier so einen Zahlencode herausfinden, haben da so eine lustige Zeichnung mit römischen Ziffern und ich glaube, diese Zeichnung stellt die Betten dar. Und Okay. vielleicht sind die leeren Lücken die Nummern, die wir eintippen müssen. Wenn du jetzt mal guckst, wie die Betten stehen. Naja, überleg doch mal. Ja. Wir haben vier Zahlen, die wir eintippen können. Und hier stehen vier Zahlen drauf. Ja. Zwei, drei, vier und eins. Ja, ich zeichne mir das gerade mit. Also du brauchst einfach nur so oben, also vier, drei mal vier Ja, ja. Balken. Ja. Das Okay, habe ich also auch. ich erkenne auf dem Bild hier auch nichts. Ich glaube, man kann da auch nichts drauf erkennen, oder? Zwei, drei, vier, eins. So, Ich sehe jetzt, ich erkenne nicht, ob die Personen was damit zu tun haben. Nö. Jetzt nur die Betten, die haben halt Nummern. Hier, lass uns mal hier gucken. Und Zwei. das 2. Dann kommt 6, Warte mal, warte mal. 0. Das sind, hier, ach, guck mal hier. Das sind Ja. immer vier in einer Reihe und hier sind's drei. Ja, Ja? So. so wie auf dem Bild. So, also das heißt, die obere, womit fängt's an? Mit der 2 fängt es an. Oben links ist die 2. Oben links ist die 2. Oben links ist die 2. Ist hier vorne eine 2? Wir hatten vorhin die 2 schon gesehen. Wo ist die 2 hier denn hier? Jetzt kratze ich keine 2. Die haben wir vorhin gesehen. Hier ist eine 8, hier ist eine 4. 4, 3. Hier, das ist das eine, ne? Die 3 haben. Ach, Markus, guck doch mal hier auf mein schönes Ja, dann Bild. gib mir das Das doch ist so einfach. schwierig, dir das zu erklären. Meine Güte. Ich kapiere das nicht. Warum ist denn hier die 3 ganz am Ende, wenn... Die ist doch in der Mitte. Die ist doch nicht in der Mitte. Die ist doch Auf. ganz am Rand hier. Das ist doch nicht Rand. Links und rechts sind doch Betten. Anna, kapierst du es immer noch nicht? Hier Ja, sind doch, ich Betten. kapier's jetzt. Danke. Das sind immer hier vier in einer Reihe. Aber hier sind auch nur zwei. Guck mal, hier sind zwei Betten. Und hier oben, das dritte Bett, da ist in der Mitte nichts. Ich verstehe das Rätsel nicht. Also, warte. Du drehst dich so viel. Was? Ja, dann spiel Gib du mir. bitte. Na, okay, ich spiel. Also, wir haben hier eine 7, eine 3 und die 1. So, zeig mal unsere Skizze. Ja. Es ergibt keinen Sinn. 1, 3, 7. Dann haben wir hier die 4 und die 8. Und kein weiteres. Dann die 9, die 5. Und dann die 2, 6, 0. Geht es irgendwie nur darum, dass wir die, dass wir mit den, guck mal, die Zahlen, die hier drauf sind, ne? Ja. Das sind ja. Guck mal, da ist die 2 doch. Oben links 2, 6 und 0 ist hier. Ja. Dann, warte, wo war ich gerade? Hilfe? 2, 6, 0. Dann müsste in dieser Reihe jetzt die 3 und die 4 sein, oder? Nee. 9. 9 und 5. Die 5 ist auch gar nicht aufgezeichnet auf dem ursprünglichen Ding. Ey. Nee. Markus? Ja. Keine Ahnung. Okay, danke, dass du es zugibst. Dann fangen wir nochmal ganz von vorne an. Also, wir brauchen vier Zahlen. So. Ja. Was haben wir da, was sehen wir denn eigentlich da drauf? Wir Was sehen wir sehen denn da? Hände. Verschiedene Hände. Drei, vier. Zwei, drei, vier, eins. Was sollen Sie sagen? Zwei, drei, Probier. vier, eins sind die Zahlen, die wir hier sehen, ja? Probier doch einfach mal aus, die in die ins Schloss einzutippen. So in der Reihenfolge. Das wär, wofür wären die Betten dann da? Ja, das weiß ich nicht. Können Sie mal machen? Okay. Aber ich glaube, das kann uns jetzt helfen.
Weil das sind nämlich die Reihenfolgen, wie die Betten stehen. Weißt du? Vielleicht musst du Ja. erst gucken, die 2 steht zum Beispiel mit der 6 und der 9 oder so. Ach so, du meinst, wir müssen die Zahlen auf diesem Bild entsprechend der Logik hier anordnen. Genau, die Zahl auf dem Bild ist in der Mitte, muss in der Mitte stehen und die beiden Zahlen, die daneben sind, sind die Betten. Vielleicht in der, wie die Betten da stehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, das wird nicht hinkommen. Wollen wir es ausprobieren? Ja, aber die Betten sind, das wissen wir ja schon, dass sie nicht so angeordnet sind wie auf dem Bild. Ja. Wir können jetzt mal uns Folgendes denken. Also gehen wir jetzt davon aus, dass die Zahlen, die da draufstehen, 2, 3, 4 und 1, das sind die Zahlen, die benötigt werden. Aber wir wissen halt nicht, oder die müssen zumindest an diesen Plätzen sein. Nee, das ergibt auch keinen Sinn. Das ergibt alles keinen Sinn, Anna. Warte, warte, geh noch mal ans Schloss, geh noch mal ans Schloss. Ja, ich glaube, das, was du planst, das funktioniert nicht. Ach so. Dass jetzt oben die 2 links stehen muss. Klick mal so lange, bis das passiert. Ja, zum Beispiel, da war das eben so. Bis die 2 soll links sein. Ja. Okay. Und da soll jetzt die 3 und die 4 sollen in der Mitte und rechts, okay. Und dann soll die 1 links sein. Und dann komme ich schon Wo? nicht mehr Ich weiter. weiß überhaupt nicht, was du machst. Was willst du? Das geht gar nicht. Das kann nicht sein, dass die 1 ist und in der Mitte ist dann irgendwas anderes und rechts die 2. Es gibt nicht zwischen 1 und 2. Was? Doch, das geht alles. Du verstehst das nur nicht. So, fertig. Warum geht Gib mir noch mal, Oh, hier. kannst du mir noch mal eben den Stift geben? Ich will mir noch mal jetzt eben aufmalen, wie die Betten hier stehen, damit ich das hier noch mal auf dem Ja, Papier habe. das ergibt ja auch Sinn. Aber hä, warum ist der Stift weg? Ich glaube, du hast den. Ich hab den Stift nicht. Ich glaube, du hast Jetzt den. gib mir den Stift. Okay, ich gebe dir den gleich. Das Ich ist Scheiße, dass wir keine Facecam Ja, haben. schade, dass wir die nicht haben, ey. Du glaubst nicht, wo dieser Stift war. Also, Das war der jetzt Hammer, auf. ey. Wo der war. So, jetzt warten wir eben. Ich male es eben nochmal auf, das ist jetzt für die Zuschauer ein bisschen langweilig, aber ihr könnt ja mitmachen. Ich Nee, hör tanze auf, so jetzt hör auf lang. zu tanzen, wir machen das jetzt hier eben richtig. So. Zwei. Wo weißt du es noch im Kopf? So, jetzt warten wir eben. Hier ist. Jetzt hör Ich auf. zeig dir doch, wo die Betten sind. Ja, okay. 2, 6 und 0. Null. Okay. Dann in der Mitte. Warte, ich muss wieder ein bisschen behindert laufen. Dann haben wir 5 und 9. 5 und 9, okay, warte. 5, 9, okay. Kamerawechsel, sorry. Oh Mann, darf ich bitte? Komm, ey, hör auf. 1, 3 und 7. Ja, aber da ist jetzt eine Reihe ausgelassen, ne? Ja, mach ich ja jetzt. Steht hier auf der anderen Seite. Mann, ist das ein Scheißrätsel. 8 und 4. So. Und jetzt lass uns immer hochgehen auf dieses fucking Bild. Also, Ja, wir haben es jetzt okay. aufgemalt, sozusagen in diesem System hier, wie das aussieht. Und jetzt gucken wir Okay. uns das Bild eben nochmal an und vergleichen. Also, hier steht ganz oben links ist die 2. Ja. So, die ist bei uns. Ja. Sieht alles nicht so richtig Sinn. Also bei uns ist die 2 halt ganz rechts, dann sind in der Mitte sind 2 frei und ganz links ist dann die 1. Ich weiß auch nicht, wie muss man das denn drehen, damit das irgendwie Sinn ergibt? Es gibt ja gar keine Möglichkeit. Nee, weil hier da fehlen einfach irgendwie die Zahlen. Vielleicht nochmal kurz aufschreiben, welche von den Betten jetzt letztendlich blutig sind. Ja. Also die 1 ist blutig, die 7 ist blutig, die 4 ist blutig. Ich kreise sie mal ein. 1 ist blutig, 4 ist blutig, 7 ist blutig. Und. Oh, scheiße. Oh, jetzt hast du die Taste gefunden, ne? Oh, ich glaube, ich weiß es jetzt. Ich habe die Fünf? Rätselslösung. Ja. So, ich habe jetzt die Betten arrangiert. Ja, Ja. also habe aufgemalt, die sind ja im selben Modus wie diese Kacheln hier vorne. So. Und bei den Kacheln hier steht ja letztendlich drauf 1, 2, 3, 4. Das ist die Reihenfolge. Diese Reihenfolge müssen wir jetzt nämlich auf die tatsächliche Anordnung der Betten übertragen. Das heißt, da wo hier 1 steht, ist bei uns die Nummer 7. Da, wo hier die 2 steht, ist bei uns die Nummer 1. Da, wo hier die 3 steht, ist bei uns die Nummer 4.
Und da, wo hier die 4 steht, ist bei uns die Nummer 5. Dann müsste der Code sein 7145. Oh, Markus, Alter, du bist voll schlau. Es hat ja auch nur Ich wie lange hoffe, das gedauert? funktioniert Es hat nicht. 10 Minuten gedauert, bis wir auf Das diese... hat echt 10 Minuten gedauert. Wir sind so doof. So. Shit. 7. Dann hier 1. Dann hier die 4. Und dann hier die 5. Und wenn das nicht klappt, dann heul ich. Sie ist Oh, hat offen. Schön. funktioniert. Was ist offen? Ja, diese Luke, wo die Leichen halt nicht reinkommen, ne? Würde ich ja nicht aufmachen. Ich habe einen eingeäscherten Schlüssel. Hier drin ist nichts außer etwas Asche. Was Alter, für eine wer wurde Bedeutung? da Was für eingeäschert? eine Bedeutung hatte dieses Rätsel jetzt, ne? So, wo können wir den Schlüssel denn nutzen? Welcher Raum war verschlossen? Haha, keine Ahnung, Markus. Irgendein Raum muss ja hier verschlossen sein. Wofür wir sonst den Schlüssel bekommen? Die Tür, die sieht zwar verschlossen aus, wird aber nur von der einen Seite geöffnet, ist aber noch nicht durchgegangen, also die ist es nicht. Dann gehen wir mal einen tiefer. Ist hier irgendwo ein verschlossener Raum? Ich Da nee. unten. Der Dayroom ist verschlossen. Da ist auch die eine Krankenschwester rumgelaufen, hinten. Ja. Und ach so, und du meinst, da kann man rein, wenn. Ja, ich Okay, denke schon. ja, gut. Das heißt, wir müssen wieder ins erste Geschoss zu diesen scheiß Monstern. Sollen wir nicht gleich unsere Tüte mit Blut füllen lassen? Meinst du wirklich, dass das klappt? Ich glaube da noch nicht so richtig dran. Okay. Aber wir müssen dahin zurück. Sollen wir zu dem Blut gehen und versuchen, das mit der Ja, Tüte lass zu uns das tun? bitte endlich mal versuchen. Okay, wir machen das jetzt, aber wenn wir unsere Zeit verplempern, ist es deine Schuld. Ich muss gucken, Dann welche ist das Etagen halt das waren. meine Schuld. Dann ist das halt Wieso meine hat sie Schuld. keine Karte von diesem Gebiet? Achso. Eben hattest du doch noch eine. Ja. Ist ein bisschen Ich doof. meine, das war am dritten. Weiß es aber nicht. Okay. Oh Mann, ich hasse diese Krankenhäuser. Das ist immer so verwirrend. Im Krankenhaus fühlt sich niemand wohl. Das war der richtige Raum. Ja, dann mal los, ne? Ja, okay. Yay! Boah, wie habe ich das gemacht? Ich hab keine Ahnung. Mit Stil. Oh Gott, das ist der. So, hier sitzt der Raum mit dem Blut. Ja. Ich soll es jetzt mitnehmen. Ich versuche das mitzunehmen. Wenn das jetzt klappt, ne? Eine völlig gewöhnliche, durchsichtige Plastiktüte fand sie in einem Mülleimer im Wenn Umkleideraum. das jetzt klappt, ja? Dann Respekt, Anna. Dann bist du wirklich der Adventure-Profi. Ich traue mich gar Markus, nicht, das zu versuchen. los. Wenn die jetzt wirklich Blut Go for mitnimmt. it! Nein. Nein, das geht nicht wirklich. Warum sollte man das tun? Weil wir das brauchen, Markus. Wofür? Wir brauchen das später, das wissen wir jetzt nur noch nicht. Guck, es sieht aus wie eine Blutkonserve. Vielleicht können wir irgendeine Krankenschwester damit überlisten. Wenn irgendein Monster das Blut eingeflößt bekommt, dann wird das ein Supermonster oder es wird geheilt oder so. Markus, es gibt tausend Möglichkeiten. Ich hätte geschrieben, wenn du das geschafft hättest, ohne umzufallen. Bitte nicht sterben, ne? Ich habe nicht vor zu sterben, ich habe vor zu gewinnen. Okay. Winning. Sollen wir uns heilen? Vielleicht sollten wir uns hier an so einen Was sagt Token. sie bei der Bluttüte eigentlich? Warte. Ich habe sie mit Blut aus dem Behandlungsraum gefüllt. Ich trage sie nur ungern mit mir herum. Ja, so eine Tüte mit Blut hätte ich auch nicht gern dabei. Nö. Vor allen Dingen von so einer Leiche, die da so aufgehangen ist, ne? Zumal derzeit, wenn du dich jetzt versuchst, in diese Figur hineinzuversetzen, sie macht das ja auch gerade nur aus Verdacht. Ja, weil sie weiß, da kommt was. Hallo? Sie ist auch nicht doof. Oh, das ist die Icky-Krankenschwester. Ich hasse die. Ich habe einen eingeäscherten Schlüssel verwendet. So, und hier ist vorhin die Ische rumgelaufen. Ist einiges Vorne ist sie rumgelaufen, wieder. ja. Oh Gott. Oh Mann!
wer sich das auch ausgedacht hat, so Krankenschwestern zu nehmen, die so mit so einem Buckel da rumlaufen, wie gruselig das ist, ne? Okay, haben wir gemacht. Gut. Erledigt. So, hier ist jetzt, glaube ich, ein längerer Gang vor uns. Achtung! Ja. Weißt du nicht, wo ich hin muss? Benutzt dein Fleisch oder nicht? Ich bin in die Tür reingelaufen. Ich weiß alles nicht, in welchen. Okay. Achtung! Oh. Hauen! Doofe Kuh! Jetzt hör auf uns zu hauen. Wie viele sind denn da? Ich weiß es nicht. Ich muss mich, glaube ich, heilen. Ich habe deine Schrotflinte, komm. Ja, ich habe die Schnauze nur davon voll, ehrlich gesagt. Ja. Immer diese Scheiß. Guck mal, da sind jetzt zwei voreinander. Drauftreten. Mach ich gerne. Jetzt tritt doch. Tritt! Warum trittst du denn nicht? Ja, toll. Oh, bitch! Oh Mann, ey. Du weißt, dass da nichts drin ist. Ja, okay, da sind ein paar Sachen drin. Das ist doch ganz praktisch alles hier. Sind das Geburtstagsgeschenke? Naja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Außerdem, wenn ich das Zeug jetzt nicht brauchen würde, hätte er es mir nicht gegeben. Hä? Diesen verrückten Typ meine ich. Also meinst du immer noch, dass ihr uns die ganzen Items hier bereitstellt? Okay. Ist doch für ein unheimliches Geräusch wieder. Mega. Da liegt was. Ja. Da liegt etwas auf dem Boden. Ist das eine Geburtstagskarte? Herzlichen Glückwunsch zum 38. Geburtstag. 14 plus 7 plus 17 ist 38? Nee, musst du nicht aufschreiben. Okay. Ich glaube, er meint, weil wir der Geist von Alessa sozusagen sind. 14 ist Alessa damals, glaube ich, geworden. Cheryl dann 7 und jetzt sind wir wieder 17 und gemeinsam ist es 38 oder so. Ich glaube, so meint Holy das. Shit! Wow, Markus! Meine ich, würde ich jetzt so deuten. Ja, klar! So, dann machen wir hier nochmal eine Pause. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie dieses Trauerspiel, das Silent Hill 3 ist, weitergeht. Ja, ganz ehrlich, das ist doch gerade scheiße mit den Monstern. Ja, aber unser Video war geil. Klick, klick, gefällt mir. Genau, klick, gefällt mir. Und abonniert uns, wenn ihr noch nicht getan habt. Ciao. Tschüss.